Servus und Hallo bei Rank 01. Heute ist der 5. April 2017. Ein historischer Tag, denn heute entscheidet Russland, ob Zeugen Jehovas in Russland verboten werden sollen. Die russische Staatsanwaltschaft bezeichnet Zeugen Jehovas als Terroristen. Warum? Weil Zeugen Jehovas in der Bibel gelesen oder gebetet haben, sollen sie verurteilt werden. Schalten wir nun zum Gerichtssaal. Was wären denn so Gründe für ein positives Urteil? Zeugen Jehovas sind eine anerkannte Religionsgemeinschaft in Russland. Und der Staat hat sich verpflichtet, die Ausübung unseres Glaubens zu schützen. Zum Beispiel im Helsinki-Akt oder in der russischen Verfassung. Zeugen Jehovas sind in Russland eine christliche Glaubensgemeinschaft, die unabhängig von anderen Ländern ihren Sitz in Moskau hat. Geführt von russischen Staatsbürgern, die die Leitung haben. Ganz gleich, welches Urteil heute gefällt wird, wir bleiben am Ball. Interessierst du dich für andere Videos oder den aktuellen Stand in Russland, dann wähle ein Video hier oben aus.